Oh ja, so geht's. Gab's das? Ehrlich. Hören Sie mal zu, ein Bus und einige Privat-PKWs. Rund 100 Personen, die machen sich nämlich morgen früh auf zu einer Erinnerungs- und Bildungsfahrt nach Südkärnten und ins benachbarte Slowenien. Der Historiker Thomas Rulitz, der hat diese Fahrt in den letzten Monaten organisiert und wird sie auch wissenschaftlich, aus wissenschaftlicher Sicht, begleiten. Es geht darum, zu erinnern an alle Opfer, die zwischen dem österreichischen, jugoslawischen Grenzgebiet Opfer von nationalsozialistischer Gewalt wurden, aber auch von titokommunistischer Gewalt und der anschließenden Nachkriegsgewalt der Tito-Partisanen. Und wir wollen gemeinsam einmal mit slowenischen Politikern, mit der slowenischen Zivilbevölkerung an alle Opfer gedenken. Teilnehmen werden morgen auch die Kulturverbände und Politiker aus beiden Ländern und Volksgruppen. Es ist eine Reise, so Florian Rulitz, in ein Gebiet, dessen Geschichte belastet ist. Es ist sehr ein sensibles und schwieriges Gebiet und man muss hier wirklich sehr stark aufpassen. Es sind noch wirklich Emotionen da, die Altlasten dieser totalitären Regime wirklich stark belasten. Und man muss als Historiker auch sehr vorsichtig sein mit den Quellen. Und mir ist es wichtig, ich habe immer mit Quellen gearbeitet. Ich stamme selbst aus einem zweisprachigen Gebiet. Meine Familie hat slowenische, hat Deutschkärntner Wurzeln, hat windische Wurzeln. Und ich bin mit diesem Konflikt aufgewachsen. Und mir ist es wichtig, zu zeigen, dass die totalitären Regime beziehungsweise extreme nationalistische Formen es waren, die die Bevölkerung hier auseinander dividiert haben. Und deshalb möchte ich vielen Kärntnern einfach zeigen, dass die Ideologien und die extremen Formen daran schuld waren und nicht der Mensch an sich oder die slowenische Sprache haben nichts mit dem Tito-Kommunismus, genauso die deutsche Sprache nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun hat. Und das sollte man wirklich differenziert analysieren, beziehungsweise differenziert die Quellen studieren und die Geschichte wirklich lernen, wie das schon damals Kreisky gesagt hat, also Lernsgeschichte. Geschichte lernen kann aber durchaus auch spannend sein. Ja, für mich ist es sehr spannend und deshalb habe ich ja bereits mehrere Publikationen im slowenischen Hermagoras Verlag herausgegeben zu dieser Thematik, also sprich Kriegszeit, Nachkriegszeit. Und ich muss auch eins sagen, mir ist es sehr wichtig, weil vor 30 Jahren hat man quasi seine Veranstaltung gar nicht durchführen können, weil da war ja noch der Kommunismus aufrecht, beziehungsweise gab es ja keine EU. Und jetzt muss man wirklich stolz und der Jugend sagen, dass die Grenzen offen ist. Und für mich ist es selbst berührend, hier die Veranstaltung durchzuführen mit Kroaten, mit Slowenen, mit Österreichern und das jetzt endlich möglich ist. Am Besuchsprogramm steht morgen auch das Deutsche Haus in Celje. Dort sollte mit österreichischer Unterstützung eine Bibliothek eingerichtet werden. Die deutsche Minderheit ist ja in Slowenien quasi, ja, wie soll man sagen, mit die Fördermittel nicht so ausreichend ausgeschöpft. Und jetzt haben wir der deutschen Minderheit angeboten, wir bringen zahlreiche Bücher mit. Ich möchte mich noch gerne beim Geschichtsverein für Kärnten und beim Landesmuseum Kärnten für die vielen Bücherspenden bedanken. Und diese Bibliothek soll was Verbindendes sein. Diese Bibliothek ist meiner Meinung nach das erste verbindende Projekt, kann man sagen, zwischen den Altösterreichern, den Slowenen und auch uns Österreichern jenseits der Karawanken. Eine Reise in die Vergangenheit über die Erinnerungs- und Bildungsfahrt nach Slowenien. Waltraud Jäger für Radio Kärnten. Danke dir, Waltraud. Der Bus fährt übrigens morgen um 7 Uhr am Hauptbahnhof in Klagenfurt ab. Der erste Vortrag, der beginnt dann um 8.30 Uhr am Bleiburger Feld.